Die Aktienmärkte heute etwas schwächer, nicht viel, aber ein bisschen schon. Und das liegt weniger an China, weniger an der Delta-Variante, sondern an einer ganz anderen Geschichte, an der subtilen Taper-Botschaft der Fed. Und wie das gemeint ist, will ich gleich zeigen. Wir rollen das Pferd mal von hinten auf gewissermaßen und schauen uns zunächst mal den Fortgang des heutigen Tages an. Zunächst einmal diese Konjunkturdaten aus China. Industrieproduktion schwächer, Anlageinvestitionen schwächer, Einzelhandelsumsätze schwächer als erwartet. Aber all das war erwartet worden eigentlich. Das haut keinen mehr vom Hocker. Das hat sich abgezeichnet. Das ist also nichts, was normalerweise die Märkte bewegt, sondern die Märkte bewegt ja etwas, wenn es unvorhergesehen kommt, wenn man nicht damit rechnet. Das war hier nicht der Fall. Also das China-Argument, schwächere Konjunkturdaten, sehe ich nicht so wirklich, zumal es ja auch indirekt bedeuten kann, dass dann die Geldpolitik und die Fiskalpolitik in China wieder etwas laxer wird. Dann der zweite Punkt, Corona. Und in der Tat, da sehen wir eine Verschlechterung, nicht in China, aber vor allem in den USA. 121.000 neue Fälle, höchster Stand seit Anfang Februar. Wir sehen die Positiv-Testquote von 10,8%, höchster Stand seit Mitte Januar. Hospitalisierung in höchster Stand seit Anfang Februar. Und auch die Todeszahl, höchster Stand seit Mai. Dazu sieht man jetzt, dass die Corona-Patienten vorwiegend jüngere Menschen sind. Die sind meistens so in den 30er Jahren, oder das ist die größte Kohorte. Also da hat sich etwas verschoben. Warum, weiß man noch nicht so genau, aber dennoch, die Zahlen gehen hier nach oben. Die Kurve ist nach oben noch völlig intakt. Aber das ist nicht der Grund wahrscheinlich, warum die Wall Street hier heute ein bisschen zwischenzeitlich schlechte Laune bekommen hat. Auch nicht, was hier sozusagen das Thema bestätigt, und das hat die Verbraucherstimmung Uni Michigan schon am Freitag gezeigt. Ja, das ist für die Leute zumindest mental ein Problem, aber es gibt einen Riesenunterschied zwischen der Main Street, also den normalen Menschen, und der Wall Street. Die Main Street, das sind Menschen, die Probleme und Hoffnungen haben, die realistische Erwartungen haben oder halt auch nicht. Und die Wall Street, die hat nur ein Interesse im Fokus, Liquidität, sonst nichts. Und dementsprechend ist das Einzige, was wahrscheinlich den Märkten wirklich gefährlich werden kann, den Aktienmärkten, ein Umsteuern in der Geldpolitik. Und genau das hat heute die Fed angekündigt, dazu gleich mehr. Jetzt sehen wir, dass natürlich diese ganze Rotation an den Märkten permanent der Fall ist. Man rotiert raus aus Zyklikern, raus aus Value, rein in Tech etc. etc. Derzeit sehen wir, dass sehr, sehr viel Geld in Bonds geflossen ist, Anleihen in Tech, in defensive Werte, und wir sehen defensive Sektoren zuletzt relativ stark wie Utilities, Versorger, und man sieht eine gewisse Kapitulation bei zyklischen Werten, und das kann bedeuten, dass es dann wieder anders kommt, wenn zum Beispiel die Arbeitsmarktdaten dann gut ausfallen. Dann wieder der ganze Schwung in die andere Richtung, wie hier Sarah Poncheck richtig zeigt. Also das ist dieses permanente Wechselspiel, das derzeit der Fall ist. Aber jetzt kommt eben dann das große Thema, und das ist Liquidität. Und da gab es heute zwei Meldungen, die sehr auffällig sind. Erste Meldung vom Wall Street Journal: Fed Officials überlegen, die Asset Purchases bis Mitte 2022 beendet zu haben. Wall Street Journal, wie gesagt. Dann, wenig später, sehen wir hier Steve Leisman, sehr gut unterrichteter Mitarbeiter bei CNBC, der praktisch der Fed-Experte ist, der bei jeder Pressekonferenz dabei ist, wenn Jerome Powell spricht etc. Jemand, der auch aus erster Hand Informationen bekommt. Und was hier passiert ist, ist nach meiner Auffassung, dass die Fed durchgestochen hat, wie sie jetzt vorgehen will. Hier hat Steve Leisman sogar einen Zeitrahmen. Es könnte schon im September das Taper-Announcement kommen. Also wir werden tapern bei der nächsten Fed-Sitzung. Dann könnte man im Oktober oder November beginnen. Und das Ganze würde dann 8 bis 10 Monate dauern, sodass man dann eben auf Mitte 2022 kommt, wo dann keine Anleihekäufe mehr stattfinden. Und dann potenziell dann auch die Möglichkeit bestünde, die Zinsen anzuheben. Und jetzt ist das einfach sozusagen die Strategie der US-Notenbank. Statt dass Powell sich hinstellt oder Clarida sich hinstellt, der Fed-Vize, oder Williams, der Chef der
New York Fed, das sind so die drei Schwergewichte, könnte man sagen, und sagen, ja, so machen wir das, wird das erstmal an die Medien durchgestochen, an die Finanzmedien durchgestochen, dann guckt man, wie reagieren die Märkte, wie nehmen die das auf, und die Marktreaktion war ja relativ moderat, kann man sagen, also sagt man sich, okay, jetzt haben wir das schon mal als Versuchsballon nach oben steigen lassen, jetzt haben die Märkte diesen Versuchsballon gesehen, alles gut, sie sind nicht in Panik verfallen, also können wir es machen, was wir brauchen, ist dann vielleicht noch ein starker Arbeitsmarktbericht eben für den August und fertig ist die Geschichte. Das ist also das Eigentliche, worum es heute geht. Die US-Märkte dann erst nach Beginn des Kassahandels an der Wall Street gefallen. Im Vormittagshandel, wo die Futures nicht wirklich gefallen sind aus den USA, also die US-Futures, auch der DAX nicht wirklich gefallen sind, das alles passierte erst nach diesen Meldungen. Dementsprechend, glaube ich, sind das die relevanten Punkte. Und die Fed lässt sich auch nicht von Konjunkturdaten jetzt anderer Natur, wie etwa dem New York Empire State Index, verunsichern, der deutlich schwächer war als erwartet. Die Preise weiterhin extrem hoch. Wir sehen, das Einzige, was hier steigt, sind die Preise. Alles andere geht ein Stück weit zurück. Also Stagflationsszenario, Fragezeichen. Und wir sehen, wenn wir uns jetzt das Ganze mal anschauen, die USA, die haben jetzt in den letzten 20 Jahren ist ihre Wirtschaft um 12 Billionen gewachsen, aber die Schulden sind um 23 Billionen gewachsen. Man könnte also sagen, ohne diese permanente Schuldenfinanzierung, die durch die Notenbanken ermöglicht würde, wäre wahrscheinlich das Wachstum nicht so wahnsinnig toll. Dementsprechend hört man jetzt zumindest erstmal auf, seitens der Notenbank die Anleihekäufe zu machen, vor allem die Mortgage-Backed Securities, diese hypothekenbesicherten Anleihen, die die Blase am US-Hausmarkt noch befeuern. Das ist ohnehin kaum erklärbar. Insgesamt, wenn wir nochmal nach China blicken, sehen wir, dass dort ja vor einigen Monaten so ein bisschen auf die Bremse getreten wurden und dieser Schwung, dieses auf die Bremse Tretens, die Welle sozusagen, die kommt noch auf uns zu. Inzwischen hat China ja wieder umgesteuert, aber das ist wie ein Tanker. Zunächst mal wird der schlechtere Kreditimpuls, der geringere Kreditimpuls, der negative Kreditimpuls auch dann negativ auf das Wachstum hier durchschlagen, bevor dann es wieder besser wird wahrscheinlich, wie Andreas Steno Larsen zeigt. Jedenfalls sehen wir, dass das große Problem nach meiner Auffassung das Thema Inflation und Lieferketten ist. Hier deutet sich nicht an, dass das ganze Problem irgendwie vor 2022 erledigt sein dürfte. Das wird bedeuten, dass die Preise hoch bleiben, weil schlichtweg das Angebot so klein ist an diesen Dingen. Und ich habe mich jetzt, gestern hat mich jemand angeschrieben, hat gesagt, ich habe mir eine Spülmaschine von Siemens bestellt und habe dann die Mitteilung von Siemens bekommen, ja, sie kriegen die Spülmaschine KW 18 2022. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist fast ein Dreivierteljahr, darf der gute Mann warten. Und wir sehen, dass deswegen auch Baltic Dry Index weiter hoch, alle Containerindizes sind hoch. Jetzt ist die Frage, wie reagieren die Märkte auf diese ganze Fettgeschichte? Da war es ja so, dass wir, oder da ist es so, dass wir ja jetzt am Freitag der kleine Verfall haben. Und da sehen wir, dass hier wichtige Zonen sind. Wir haben bei einer wichtigen Zone heute erstmal Support gefunden. Das war der Bereich 4440. Dann ganz wichtig 4500. Das ist so das Maximale, was wahrscheinlich vor diesem kleinen Verfall noch drin ist. Und dann gibt es Probleme unter 4420. Da ist das sogenannte Gamma, wird dann negativ. Das heißt, dann müssen sich dann wahrscheinlich die Market Maker absichern. Auf der Unterseite sollten wir da durchrutschen. Noch ist es aber nicht so weit. Aber eins kann man sagen, Joe Biden hat heute nicht den besten Tag. Diese Bilder aus Afghanistan, totale Katastrophe, wo Leute sich an US-Militärflugzeuge klammern. Dann fliegt dieses Flugzeug, startet und die Leute fliegen runter, mindestens 7 Tote. Das ist schon ziemlich heftig. Jetzt hat man sich entschlossen, seitens der beiden Regierungen sich der Presse zu stellen oder zumindest sich an die Nation zu wenden. Das soll heute Abend passieren. Joe Biden, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr großer Rückschlag. By the way, hat man jetzt auch die Food Stamps erhöht, also man hat die Zulagen für Essensmarken erhöht. So viele Millionen Menschen in den USA sind davon abhängig. Auf der anderen Seite könnte sozusagen diese Geschenken oder diese Geschenke des Staates mit diesen Food Stamps, also diesen Nahrungsmittel
Gutscheinende könnten aufgefressen werden durch die Inflation und ein schlechter Tag für Biden, hatte ich vorhin gesagt. Jetzt hat die OPEC Plus auch gesagt, ja, also die Forderung der USA, wir sollten hier die Produktion weiter erhöhen, nee, da haben wir keine Lust drauf. Das zeigt, dass die US-Regierung hier nicht wirklich am Drücker sitzt, sondern die OPEC nach wie vor am Drücker sitzt. Auch das eine schlechte Nachricht für Joe Biden. Und natürlich der Hohn Chinas über das, was den Amerikanern da widerfährt, dem Westen insgesamt widerfährt in Afghanistan. Hier sehen wir einen Taliban, der zunächst die Römer und dann die Russen, davor noch andere, wahrscheinlich sind das die Hunnen oder keine Ahnung, wer auf jeden Fall hat in Afghanistan noch keiner was gerissen. Und unten sehen wir das Bild, wie die Leute versuchen, sich da in Flugzeuge zu hängen. Katastrophale Bilder, wie ich finde, für den Westen. Und wie jetzt die Ausgangslage insgesamt ist für die Märkte, das hat mein Kollege Wolfgang Müller zusammengefasst, sehen wir 2021 neue Rekorde. Und er hat das genannt, eine rationale Rallye in irrationalem Umfeld. Ja, there is no alternative. Insofern ist, wenn du auf Long-Aktien setzt, ja durchaus rational, aber das Umfeld ist irrational. Und jetzt versucht vielleicht die Fed mit zumindest dem Tapering dieses irrationale Umfeld, diese extreme finanzielle Repression ein bisschen zu normalisieren, aber nur ein bisschen. Ich werde in diesen Artikel über die rationale Rallye in irrationalem Umfeld unten verlinken und kann nur empfehlen, das sich zu Gemüte zu führen, weil es eine wirklich sehr große und gute Perspektive auf die Gesamtsituation an den Märkten ist. Jetzt sage ich erst einmal 40 Servus und ciao.